Im Folgenden seht ihr das Footage von meiner neuesten Arma 3 Mission, und zwar Operation Turmfalke. Bei der Mission geht es darum, als eben ein Trupp von Special Forces in das Militantengebiet einzudringen auf Malden, was eben die ganze südliche, also der ganze Bereich südlich des Gebirges von Malden ist. Und genau, da haben wir eben die Position von zwei Safe Houses aufgeklärt. Und die sollten wir sichern. Und anhand der Informationen, die wir da sicherstellen, haben wir dann eben weitere Positionen aufgeklärt für die Mission. Ja, und das Hauptziel war es dann eben herauszufinden, wo die Militanten den Sprengstoff, den sie eingekauft haben, einsetzen wollen. Oder beziehungsweise wo sie ihn gelagert haben, damit sie ihn gar nicht erst einsetzen können. Genau, wir sind dann also losgefahren mit unserem Trupp aus 5 Leuten und das ist quasi die Mission. Ich habe das Footage schon ein bisschen zusammengeschnitten, weil wir tatsächlich knapp 2,5 Stunden lang aufgenommen haben. Genau, ein kleiner Nachtrag noch, falls ihr auch Interesse habt, in Zukunft bei so Videos oder so Missionen, die ich neu erstellt habe, dabei zu sein, kommt gerne in meinen Discord. Der Link ist in der Beschreibung. Ich suche immer Mitspieler für so Missionen, damit ich Videos machen kann. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Du gehst jetzt rechts ab und dann erstmal folgen bis in die Stadt. Obwohl, wir können wieder einen Schleichweg fahren. Geht schneller. 200 Meter links abbiegen. Hier jetzt die Links. Ja. Am Ende der Straße rechts. Oh, Zivilist auf der Straße. Personen voraus, passt auf Zivilisten auf. Ab der Hütte schalte ich das Licht aus. Bravo 6, we're going dark, ab jetzt ohne Licht. Wir nähern uns ab jetzt im feindlichen Gebiet, 500 Meter, 200 Metern biegen wir rechts ab. Da vorne an der Kreuzung rechts. Ja. Vor Schön der Mauer langsam, dass sie jetzt, hinten ne? das sehen. Jo. Vor der Mauer rechts rein. Ich glaube, ja, du kannst langsam auf jeden Fall keinen Boost fahren, die sind nämlich ein bisschen weit hinter uns. Okay, Final. Ab jetzt sind wir in der feindlichen Zone. Kannst du auch ein bisschen Direkt umgucken? voraus, Fahrzeug voraus. Oh fuck. Kann ich machen. Das bewaffnet. Bewaffnetes Fahrzeug ignorieren. Wir wissen nicht, ob Militante oder verbündete Miliz. Jo, weiter. Metern biegen wir links ab. In 200 Metern verlassen wir nach rechts die Straße. Alles klar. Und zwar jetzt. Guck, ob du irgendwo was findest, wo du verlassen kannst. Okay. Das weiter links. Da oben das Haus. Links vom Haus. Sieht so weit leer aus, ich kann nichts sehen. Wir fahren rein in die Mauern. Sammeln uns am Gebäude vor uns innerhalb der Mauer. Ich fahr zur Mauer, dann kannst du scouten. Zwei, drei, vier, fünf. Hier ist auch, ich gehe mal hier auf den Turm drauf mit dem Rangefinder und guck ein bisschen, halt ein bisschen Ausschau. Mindestens 5 Ziele am Zielgebäude im direkten Umkreis. Außerhalb des Gebäudes kann ich Personen in der Ortschaft sehen, keine Ahnung ob feindlich. Personen am Zielgebäude auf jeden Fall bewaffnet. Ja, die wissen, dass wir da sind. Die haben uns selber noch nicht aufgeklärt, aber die sind informiert, die sind in Kontaktstellung. Ich sehe Wir einen am sammeln bei oberen Banjo. Fenster.
Ja. Ich schaffe auf jeden Fall ein Fahrzeug Richtung Südosten aufklären. Final, siehst du was vom Turm aus? Direkt hinter uns. Fahrzeug. Okay, der hat uns ignoriert. Ey, der bleibt stehen, der bleibt stehen, der bleibt stehen, der bleibt stehen. Die steigen aus. Ja. Haben Laser Die drauf. haben abgesessen. Schützenposition einnehmen an der Mauer. Was sagt ihr, ist die Feuerfreigabe? Hat auch keiner gehört. Wir durchsuchen das Gebiet, aber in die andere Richtung. Solange werden wir sie ignorieren, sonst fliegen wir auf. Ich hab sie klar und deutlich auf dem Wärmebild. Bitte einmal IR-Strobes aktivieren, falls vorhanden. Nö, hab ich nicht. Weil die Gegner die sehen könnten, deswegen habe ich die nie dabei. Wir rücken vor zur maximalen Position. Ich halte Ausschau über das Wärmebild. Amedes, du übernimmst Gruppenführung. Ach so, okay. Ich höre ein Fahrzeug. Jo. Oh, ich sehe es in der Ortschaft, glaube ich. Ich lese das an. Soldier, 400 Meter west. Die beiden Schützen sind so weit, aber aus dem Kampf aus der Schrücke nach. Okay, du machst mal. Einer ist am Fenster vor uns. Ich sehe nicht, ob bewaffnet. Negativ. Dann ist der Speer weg. Wenn ihr Feindbewegung aufklären könnt, melden. Da habe ich. Ich habe einen auf dem Turm. Da laufen ein paar in den Bäumen herum. Dreht Benjo, ihr geht hier vorne zu der Mauer. Zu welcher? Macht mal die Laser aus und Castle zeigt du welche. Ich habe mit dem Laser markiert hier. Alles klar, ja, ich sehe so. Jo. Warte, ich kann auch. Jo. Da wo ich hinlaser, stehen zwei Leute auf der Fläche. Muss das funken? Hab ich, oder? Achso. Ich weiß nicht. Haben wir jetzt zwei Leute aufgeklärt. 75 meters to the right of us. C1111, genau. Alles klar, gut. Feuerbefehl nochmal wiederholen, bitte. Sucht euch alle mit Laser ein Ziel raus und auf meinem Befehl machen wir einen Feuerüberfall.
bereit. Nimmst du ihn rechts von mir, ja? Okay. Ja. Banjo bereit. Fred bereit. Fred ist bereit. Oh, warte mal, da läuft jetzt gerade noch einer. Feuer wird eröffnet. Feuer wird eröffnet. Ich bin getroffen. Was? Also ich verliere Blut auf jeden Fall. Verbind dich, warte. Mein Bein ist gebrochen. Ja, ich mach. Bleib liegen. Ja. Okay. Bisschen Versorgung. Halte durch. Alles klar. Banjo versorgt mich schon. Wie sieht's bei euch aus? Ich halte die Sicherung Richtung Gebäude. Bein ist gebrochen. Mach gerade eine Schiene drauf. Sehr viel Blut verloren. Pain. Ja, das kümmert um die Versorgung. Fred, ich brauch dich auf Schützenposition hier. Fred ist verwundet, Digga, der kann gerade gar nichts. Sorry. Liegen bleiben. Ich versorge ihn gerade, ja. Ist Ahmed ist da zum Versorgen, dann gehe ich auf Schütze. Kannst du auch Medic machen. Ja, wir werden bestimmt. Mein Medic schießt. Okay. Gib mir noch Blut. An der Mauer ist mit Laser markiert. Hinter der Mauer jetzt. Ja, Moment, Salin muss ich ihm dann auch geben, ne? Ja. Rein. Amedes, kümmere dich um Final. Ja, okay, da steht immer noch Lost zum Blut. Muss ich dann noch mehr reinhauen? Hinter uns! Ja, ich kann nicht weiter! Wo? In der Senke. Fred, bist du noch da? Ich bin kritisch getroffen. Hallo? Fred lebt wieder. Ja. Fred. Ja. Was passiert mit dir? Ich hab nur ein paar Schüsse gesehen und ich konnte das Feuer nicht erwidern und ihr habt ihn zum Glück schnell genug aufgeklärt. Du bist schon wieder am Blut. Wir müssen auf jeden Fall weg. Ja, ich muss hier noch den Talk abmachen. Oh, Amedes ist auch getroffen. Move gerade. Ich muss dich aber nochmal neu verbinden, du bist immer noch am Bluten, Fred. Grün. Okay, du bist jetzt erstmal gedingst. Alles klar, vielen Dank. Wo bist du denn? Fred, wir gehen hier vorne an die Mauer. Alles klar. Du übernimmst Sicherung bereit. Rechts ist eine Mauer, ich habe einen Kontakt. Schüsse! Komme, Carsten. Am Gebäude, links. So, Fred, bist die 1, Banjo, die 2, Final, Nummer 3, Amedes 4, ich bin die 5. Einmal bitte Status durchgeben. 1, grün. Final, Status? Alles klar.
Wir werden jetzt was Dummes tun, okay? Okay. Wir rücken jetzt unter Feuer vor. Fred, dein Bereich ist die Mauer zwischen den beiden Mauerstücken hier. Ja. Banjo, du übernimmst diesen Bereich und ich übernehme den Bereich links vom Gebäude. Mhm. Alles klar, wir gehen vor, langsam vorgehen und zeigen mir, wo eure Laser sind. Ich werde über Steuerung C. Direkt hier vorne in die Tür rein und sicher da. Kann einer nach rechts sichern? Bitte, Oma, der! Erster Raum sieht frei aus. Mädels, ich übernehme den Kanal. Banjo, ich gefahr. Ja. Einer auf dem Boden, ich glaube unbewaffnet. Handbekämpft. Computerraum ist sicher. Final rechter Bereich, deiner. Banjo? Ja, bin noch da. Kannst du reinkommen hier? Ja. Okay. Wir müssen jetzt hier die Beweismittel sichern. Also die ganzen PCs und Laptop einsammeln. Was? Laptop Hafen habe ich hier. Und einen ganz weirden Text. Big Intel. Ja, ich müsste jetzt beide haben. Hier steht noch ein PC, hier links. Und okay, da unten steht auch noch einer. Okay. Da steht noch ein PC auf dem Tisch. Okay. Alles klar, wir haben alle Intels, so wie es aussieht. Ja. Alle Intels sichergestellt. War schon einer im ersten Stockwerk? Ja. Alles frei. Dann zurück zu den Fahrzeugen oder wie? Wir ziehen zurück zu den Fahrzeugen, aufmunitionieren, Nachversorgung, Medic und dementsprechend weiter. Das war? Weiteres Safehouse gefunden. Ja, wir müssen Informationen auswerten jetzt. Ja. Passen wir hier alle rein? Nee. Zuletzt kommt hart Pech gehabt. Wow. Kannst du dich nicht irgendwo draufsetzen? Ich hol dich gleich. Lauf schon mal vor. Kein Stein, das ist schon mal gut. Ja, fährst geradeaus drauf zu. Achtung, langsam. So, ich setz euch hier ab, passt nämlich auf, da vorne waren gerade eben noch Feinde. Sichert die Aufnahmestelle. Da vorne ist ein Feind, an der Mauer, Gegner. Das war eben eine Scheiße.
Noch einer. Hab ihn. Ich höre Stimmen noch. Alles gut, ein Feind Oh, was war das denn? Ah. Was denn? Das Licht. Ich hab mich gerade erschreckt. Alles klar, Jungs, dann aufmunitionieren und ab auf die Fahrzeuge.